Musiker ging zum Haus des Wolfs und versuchte, das Glas Milch in seiner Hand nicht auszukippen. Wer ist da? Ich bin's, Musiker! Musiker, willkommen! Meine Mutter hat etwas Kakao gemacht. Das hier ist für dich. Mein lieber Freund, komm rein. Setz dich hier hin. Lass mich dir etwas anbieten. Nicht nötig, Wolf. Dankeschön. Obwohl, ich habe nicht viel anzubieten. Nicht nötig, Wolf, wirklich. Ich hab's gefunden. Lass mich etwas auf meiner Sanduhr spielen. Was ist das? Es ist ein Musikinstrument. Wow, ein Instrument, das ich nicht kenne. Woher hast du es? Es gehörte meinem Ur-Urgroßvater, unser Familienerbstück. Kann ich versuchen, etwas zu spielen? Ich kann nicht spielen. Stopp. Musiker, du kannst Santur nicht so spielen. So macht man das. Wie hast du gelernt, Santur zu spielen? Mein Großvater hat es mir beigebracht. Lass mich noch mal probieren. Wenn du das spielen kannst, kann ich es bestimmt auch. Ich habe noch was zu erledigen. Ich muss los. Aber wir haben unseren Kakao noch nicht getrunken. Ich habe vergessen, dass ich noch Essen auf dem Herd habe und ich habe das Bügeleisen angelassen. Musiker verließ Wolfs Haus mit düsterer Miene. Wenn Wolf besser spielen kann als ich, dann kann ich wohl kein Musiker mehr sein. Wer soll ich dann sein? Musiker war so tief in Gedanken, dass er nicht einmal bemerkte, dass Träumer neben ihm lief. Hey Musiker, du siehst sehr mit dir selbst beschäftigt aus. Was ist los? Nun, ich denke, ich bin kein Musiker mehr. Wer bist du dann? Ich weiß nicht, vielleicht bin ich jetzt auch ein Träumer. Echt? Es gibt nichts Besseres, als gemeinsam zu träumen. Wirklich? Klar, lass uns gemeinsam die Wolken angucken. Was sehe ich mir da an? Sieh mal, die Wolke dort sieht aus wie eine Gabel. Eigentlich sieht es eher aus wie eine Musiknote. Und ein Tennisschläger dort drüben. Eher wie ein Violinschlüssel. Bist du sicher, dass du kein Musiker mehr bist? Du siehst nicht besonders gut im Tagträumen. Du könntest recht haben. Vielleicht könnte ich eine Sportliche sein. Wie wäre es dann mit Basketball spielen? Okay, lass uns spielen. Träumer und Musiker gingen gemeinsam zum Basketballfeld. 1, 2, 3. Ball in den Korb! 1, 2, 3. Hör dir das an. Was für ein wunderbarer Reim. Boom, boom, boom. Nein, Musiker. Du sollst ihn in den Korb werfen. Oh, richtig. Vielleicht bist du auch kein Sportler. Glaubst du, ich könnte ein schlaues Genie werden? Okay, sollen wir uns deinen Bücherschrank ansehen? Sie gingen in Musikers Schlafzimmer. Hier sind meine schönen Bücher.
Das ist die Enzyklopädie der großen Musiker. Das ist Musikgeschichte, dies sind Musikrichtungen. Und mein Lieblingsbuch, wie man komponiert. Aber alles ist nur über Musik. Schlauer hat ein Buch über jedes Thema. Vielleicht kann ich ein Erfinder werden. Die beiden Brüder gingen gemeinsam auf den Schrottplatz. Komm, lass uns etwas kreieren. Nun gut. Die Zeit verflog, als sich die beiden Brüder durch den Schrott wühlten. Träumer, hast du was erfunden? Ich konnte gar nicht anfangen, weil ich anfing zu träumen. Erst dachte ich daran, eine Zeitmaschine zu erfinden, dann ein Raumschiff zum Jupiter. Träumer! Okay, okay. Also was hast du getan? Tada! Was ist das? Harmonika, Trommel und eine Gitarre, alles in einem. Was denkst du? Das ist wirklich eines Musikers würdig. Bist du sicher, dass du kein Musiker bist? Ich weiß es nicht, Bruder. Also willst du ein Musiker sein? Ja, schon, aber... Aber was? Aber es gibt andere, die Instrumente viel besser spielen als ich. Worauf willst du hinaus? Ich habe zugehört, wie der Wolf Santur spielen kann. Ich müsste monatelang üben, um wie er zu spielen. Lass mich etwas erklären. Sportliche heißt nicht Sportliche, nur weil sie schnell rennen kann. Sie ist ein Sportler, weil sie mehr trainiert als jeder andere. Das stimmt. Ein Gepard rennt schneller als sie. Schlaue weiß viel, aber ich bin mir sicher, du weißt mehr über Musik als er. Also kann ich immer noch ein Musiker sein, auch wenn ich nicht der Beste bin? Natürlich. Du bist Musiker nicht, weil du der Beste bist, sondern weil es das ist, was dir am besten gefällt. Mein lieber Bruder, danke dir. Musiker verstand sein Dilemma und war glücklich. Aber er musste noch etwas erledigen. Wolf, entschuldige, dass ich heute Morgen so hastig aufgebrochen bin. Kann ich dich um einen Gefallen bitten? Klar, was denn? Kannst du mir beibringen, Santur zu spielen? Ich? Ich weiß nicht, wie man Santur spielt. Aber heute Morgen hast du gespielt. Ich kann nur ein Lied. Die offizielle Wolfshymne. was ist daran so lustig? Okay, lass uns das zusammen lernen.